unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm. Und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Hab Vertrauen, wir bauen die Welt wieder auf. Unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm. Und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung Quantisana TV. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind und ich Sie wieder hier begrüßen darf. Natürlich freue ich mich auch, meine heutigen Gäste wieder hier in der Sendung begrüßen zu dürfen. Ich habe hier einige neue Gesichter vor mir. Und zwar haben wir hier einmal den Dieter Weiner, den ich schon öfters hier begrüßen durfte und ich mich sehr freue, dich hier wieder begrüßen zu dürfen. Hallo. Hallo. Dann haben die Verena Scherer und den Dr. Peter Meyer. Herzlich willkommen. Hallo. Und es freut mich sehr, dass ihr auch den Weg hierher gefunden habt. Danke. Ja, im heutigen Thema geht es um das Unterbewusstsein, kraftzentrale Unterbewusstsein, wie wir das auf Erfolgskurs bringen. Was ist eigentlich das Unterbewusstsein, Dieter? Ja, das kann man in komplexen Zusammenhängen erklären oder ganz einfach. Ich versuche es mal ganz einfach, okay, auf die Art und Weise. Also die Psychologen unterteilen uns Menschen oder sagen ja, dass wir Menschen im Grunde aus drei Selbsten bestehen. Das Tagesbewusstsein als die oberste Spitze, das Unterbewusstsein und das Überbewusstsein. Ich nenne mal das Überbewusstsein jetzt Seele, der Begriff ist mir einfach besser. Also Verstand, Unterbewusstes und Seele. Ich habe eine kleine Grafik mitgebracht, vielleicht können wir die auch mal einblenden, um die kurz verständlich das zu erklären. Im Prinzip ist es so, dass das Tagesbewusstsein oft mit einem Eisberg verglichen wird. Ja? Hier sieht man den Eisberg dementsprechend. Oben ist das Tagesbewusstsein und alles, was unter Wasser ist, ist das Unterbewusstsein. Das Tagesbewusstsein, man sagt so schön, der Eisberg wird ja auf 1/7 und 6/7. Ich persönlich bin der Meinung, dass es in dem Beispiel wir eher auf 1/10 gehen sollen, so wie Einstein das sagt. Das Tagesbewusstsein hat in etwa 1/10 unseres Gesamtbewusstseins. Und das Unterbewusstsein 9/10. Alles, was unter Wasser ist, ist das Unterbewusste. Und das, worin das Ganze schwimmt, das ist der Bereich, den wir die Seele nennen. Also wir sind als individuelle Teilen mit Tagesbewusstsein und Unterbewusstsein und schwimmen in diesem großen Seelenfeld, das dann im Endeffekt auch mit vielen Seelen miteinander das Informationsfeld ergibt. Das kollektive Unterbewusste, das morphogenetische Feld oder wie auch immer. Einfach ausgedrückt können wir sagen, wir Menschen, wir denken und jeder Gedanke, den wir denken, der teilt sich in Lichtgeschwindigkeit unserem Unterbewusstsein mit. Und das Unterbewusstsein hat nur eine Aufgabe, zu dienen und umzusetzen. Unser Unterbewusstsein ist also eine dienende Kraft in uns, die umsetzt, was auch immer wir denken. Mhm. Und das hat natürlich erst in erster Linie auch was mit unserer Gesundheit zu tun. Denn das Unterbewusstsein besteht ungefähr aus 100 Billionen Zellen und Körperzellen, die über den ganzen Körper in Eiweißmolekülen gespeichert sind. Und hier arbeitet das Unterbewusstsein ganz autonom und ganz automatisch. Also wenn ich ein normaler Mensch bin und will gesund sein, dann arbeiten diese 100 Billionen Zellen, unser Unterbewusstsein, daran, dass wir gesund sind. Und zwar ganz automatisch. Es setzt um. Es ist eine perfekt arbeitende Maschine. Und im großen Vorteil zum Verstand oder zum Tagesbewusstsein. Der Tagesbewusstsein, das kann immer nur einen einzigen Gedanken denken. Wir können keine zwei Gedanken zur gleichen Zeit denken, immer nur einen Gedanken. Das Unterbewusstsein, und da sieht man auch dann, wie wertvoll und wie wichtig das Unterbewusstsein ist, welche Macht hier drin steckt, kann viele Dinge zur gleichen Zeit. Es sorgt jetzt dafür, dass ich A, sprechen kann, aber gleichzeitig funktioniert es auch, dass ich atme, dass automatisch meine Augen sich entsprechend benetzen, dass mein Kreislauf entsprechend funktioniert, dass das Herz schlägt, dass die Lunge arbeitet, dass die Funktionen alle vernünftig funktionieren. Alles das tut das Unterbewusstsein ganz normal, wenn wir über den Geist, über das Tagesbewusstsein richtig ausgerichtet sind. Aber wenn man sich also mal vorstellt, es ist eine perfekt arbeitende Maschine, hängt es natürlich auch davon ab, was wir mit den Gedanken unserem Unterbewusstsein ständig eingeben. Wenn ich also dem Unterbewusstsein sage, ich glaube, ich wäre jetzt krank, weil da wieder einer niest irgendwo, ne? Oder steckt mich nicht an. In dem Moment muss ich mich nicht wundern, denn diese 100 Billionen Zellen, die da drin sind, arbeiten dann immer auf das hin, was oben der Chef denkt.
Also automatisch setzt das Unterbewusstsein die Dinge um. Denke ich also hoffentlich, steckt er mich jetzt nicht an. Dann ist hier die Anweisung ans Unterbewusstsein, jetzt etwas zu produzieren, was möglicherweise eine Erkältung verursacht. Das Unterbewusstsein, und das ist wichtig zu wissen, hat kein eigenes Bewusstsein. Das Unterbewusstsein ist unmittelbar mit unserem Geist gekoppelt, mit unserem Denken. Das heißt, wie auch immer ich hier oben ausgerichtet bin, bin ich in der Lage, mit meinem Unterbewusstsein etwas Positives zu vollziehen. Oder wenn ich nicht positiv ausgerichtet bin, destruktiv, zerstörend möglicherweise, dann produziert das Unterbewusstsein genau das Gegenteil davon. Also das, was ich ihm eingebe, auch wenn ich es unter Umständen nicht haben will. Ja, also hoffentlich wäre ich nicht krank. Hier wird ein Bild erzeugt von Krankheit. Und das Unterbewusstsein versteht, der Chef will krank werden. Ja, und dann produzieren 100 Billionen Zellen jetzt entsprechend Krankheit. Und so ist es mit vielen Dingen im Leben. Wenn ich genau weiß, was ich will, dann habe ich mein Unterbewusstsein auf meiner Seite und 100 Billionen Zellen arbeiten dran, die Energie zu produzieren, die ich brauche, um meinetwegen große Ziele zu erreichen. Wenn ich jetzt einen großen Berg erklimmen will, dann brauche ich natürlich mehr Energie, als wenn ich beispielsweise nur einen kleinen Hügel erklimmen will. Und diesen Unterschied, den produziert das Unterbewusstsein, Kraft unserer Gedanken, die wir ihm eingeben. So in etwa kann man sich das vorstellen in der Arbeitsweise. Es ist, wie gesagt, eine perfekt arbeitende Maschine, die zu unserem Wohle da ist und die umsetzt, ohne darüber nachzudenken, was da stimmt. Dr. Joseph Murphy, der ja vor langer Zeit mal das positive Denken nach Europa gebracht hat, der wird in seinem Buch Die Macht des Unterbewusstseins, schreibt er, dass man das Unterbewusstsein vergleichen kann mit einem großen Dampfer. Oben ist der Kapitän, das ist der Verstand. Und unten im Rumpf des Bootes sitzen die Heizer. Und wenn der Kapitän oben sagt, volle Kraft voraus, dann machen die Heizer unten hinten volle Kraft voraus. Wenn der Kapitän oben sagt, alle Maschinen stopp, dann sagen die Heizer unten, okay, gibt nichts zu tun, momentan einfach Ausruhen ist angesagt. Wenn aber der Kapitän oben jetzt beispielsweise auf einen großen Eisberg zuläuft und vor lauter Nervosität und Hektik statt alle Maschinen Stopp ruft, volle Kraft voraus, dann wissen die das da unten nicht, die Heizer. Sie setzen einfach blind um, was der Kapitän da oben entsprechend eingibt. Und das ist wichtig zu wissen, wenn es um uns geht, um uns als Mensch, als Persönlichkeit, wenn es um unsere Ziele geht, wenn es darum geht, dass wir etwas erreichen können. Denn wir sollten das tunlichst mit unserem Unterbewusstsein tun, weil dann geht es viel leichter. Was ich jetzt nicht ganz verstanden habe, ist jetzt mit dieser Krankheit. Wenn ich sage, steck mich bloß nicht an, dann produziert mein Körper irgendwelche Sachen, was auch immer. Was auch immer. Was auch immer, genau. Und durch das, dass er das produziert, kann er dann krank werden? Oder? Ja, das kann sogar bis zum Tod führen. Ja. Okay. Es gibt Geschichten darüber, dass beispielsweise vor 30 oder 40 Jahren in Amerika ist das passiert und ist überliefert worden, dass da ein Mann mittleren Alters der war damit beschäftigt, abends immer die Fabrik zuzuschließen und dafür zu sorgen, dass alles verschlossen ist. Und das war eine Kühlfabrik, also die hatten Kühlräume. Und er war eben damit beschäftigt, diese Kühlräume entsprechend abzuschließen. Und die Kühlräume hatten in aller Regel minus 20, minus 25 Grad. Und er ist in einen dieser Räume hineingegangen. Ja, und die Tür ist zugefallen, er hat sie nicht mehr aufgekriegt. Und es war an einem Freitag. Und kam also da nicht mehr raus. Und am Montag in der Früh hat man ihn gefunden, steif gefroren. Das Eigenartige an der ganzen Geschichte war, die hatten 20 Kühlräume oder Kühlhäuser in dieser Firma. 19 davon gingen einwandfrei. Ein Kühlhaus hat gar nicht funktioniert, weil die Kühlanlage ausgefallen ist. Und das war genau das Kühlhaus, wo dieser Mann dann gefunden worden ist. Das heißt, eigentlich vom logischen Aspekt her hätte dieser Mann gar nicht sterben müssen. Mhm. Er hätte natürlich 3 Tage ohne Essen und Trinken, wäre vielleicht auch schwierig gewesen, zumindest ohne Trinken. Aber er hat es sicherlich überlebt. Aber die Symptome waren eindeutig so, als wäre er erfroren, als hätte das Kühlhaus wirklich diese minus 20, 25 Grad gehabt. Allein in der Gedanke und die Angst, sich mit den Dingen zu beschäftigen, was passieren könnte, hat ausgereicht, dass das Unterbewusstsein genau die Symptome produziert hat,
die dann auch sichtbar waren. Und so einfach kann man sich das dann auch erklären. Und da merkt man vielleicht dann dran auch, wie wichtig es ist, dass wir unsere Gedanken ausrichten, unser Bewusstsein ausrichten auf möglichst positive und konstruktive Dinge. Mhm. Denn unser Unterbewusstsein hat ja auch eine Sprache. Wir können mit ihm sprechen. Und das ist die Sprache der Bilder. Je klarer ich ein Bild ihm transportieren kann, desto klarer ist die Anweisung ans Unterbewusstsein. Die meisten Menschen wissen allerdings nicht genau, was sie wollen. Und aufgrund dessen, weil sie nicht wissen, was sie wollen, beschäftigen sie sich ständig mit den Dingen, die sie nicht haben wollen. Mit ihren Ängsten beispielsweise. Und wenn ich mich mit meinen Gedanken ständig auf Ängste konzentriere, passiert genau das Gleiche. Das Unterbewusstsein produziert die Energie, damit das reproduziert wird, mhm. ja, damit das reproduziert wird, was ich mir in Gedanken hier ausmale. Das finden wir auch in den Hiob-Büchern, da heißt, Herr, was ich befürchtet habe, ist über mich gekommen. Also Befürchtungen und Ängste, mit denen wir uns beschäftigen, sind Dinge, die das Unterbewusstsein ungemein beeinflussen, weil sie sehr stark emotional sind und ein Bild, das ich, eine Vorstellung, die ich habe, dass ich dieses Bild und diese Vorstellung wird hier noch emotional aufgeladen. Das ist dann quasi die Spannung, die Ladung, damit die Dinge noch schneller in Erscheinung treten. Deswegen sage ich immer, Vorsicht vor Ängsten, Vorsicht vor sich Sorgen machen um ja. irgendetwas, Vorsicht vor allen negativ zerstörenden Gedanken, die irgendetwas möglicherweise destruktiv gestalten können. Wenn ich jetzt mit dem Unterbewusstsein zusammenarbeiten möchte, das heißt, ich möchte eigentlich einen gewissen Weg gehen, wie würde ich jetzt das machen? Wie müsste ich jetzt mich richtig formulieren, damit ich eben genau nicht krank werde? Also wichtig ist, dass ich erstmal Klarheit bekomme im Leben. Klarheit mhm. im Leben ist das Wichtigste ganz generell. Mhm. Ich weiß genau, was ich will. Und zwar in allen Bereichen meines Lebens. Das wäre der Idealfall. Sowohl beruflich als auch partnerschaftlich, persönlich, was meine Entwicklung betrifft. Vielleicht auch, was meine Energie betrifft oder was auch immer ich für Dinge habe. Hobbys oder was auch immer. Möglichst Klarheit im Leben. Mhm. Das nächste, was wichtig ist, ich sollte mir überlegen, nicht gegen was bin ich ständig? Gegen Krieg, gegen Umweltverschmutzung, gegen Tierquälerei. Wir Menschen neigen so sehr dazu, gegen etwas zu sein. Aber gegen etwas zu sein bewirkt noch nichts Positives. Gegen etwas zu sein bewirkt nur Aggressionsenergie. Ja, und wenn ich in mir dementsprechend mir ständig diese gegen etwas Bilder eingebe, dann habe ich natürlich dieses Aggressionspotenzial in mir. Wut, Ärger, Hass mhm. beispielsweise. Und Wut, Ärger, Hass, den ich mir ständig immer wieder im Unterbewusstsein projiziere, wirkt sich dann auch im Laufe der Zeit natürlich auf die Organe aus. Wenn ich sauer bin, ja. dann ist auch mein Säure-Basen-Haushalt im Körper irgendwann mal mhm. in Disbalance und ich muss mich nicht wundern, wenn dann Organe angegriffen werden, was das betrifft. Deswegen ist es wichtig, Klarheit im Leben zu haben. Und möglichst das, was ich will, auch deutlich in einem Satz auszudrücken. Das wäre der Idealfall. Man sagt, wenn man es jetzt genau nehmen will, wir sollten es in der Finish-Form ausdrücken. Mhm. Und das ist die Schwierigkeit. Also ich bin gesund, wenn ich zum Beispiel krank bin. Mhm. Wäre die Idealform, mich wieder zu gesunden, dass ich mir ins Bewusstsein nehme, ja. ich bin gesund. Und das ist das Paradox. Ich muss in der Lage sein, etwas zu denken, was noch nicht ist, mhm. damit es werde. Das heißt, wenn jemand krank ist, nicht anstelle, ich will nicht krank werden, sondern ich bleibe gesund. Ich bin gesund, das ist das Beste. Ich bin gesund. Ja. Wie mache ich jetzt das beispielsweise auf der beruflichen Ebene? Ich habe einen Beruf, der mir gar nicht gefällt, mir gefällt die Arbeitsstelle nicht. Wie gehe ich jetzt damit beispielsweise um, dass ich das so denke, dass ich nachher anschließend wirklich einen Job habe, der mir gefällt? Ja, ich könnte zum Beispiel meinem Unterbewusstsein sagen, ich bin in einem Beruf, der mir Freude macht und der mir Perspektiven zeitigt. Mhm. Damit gebe ich eine Gegenwartsform an, das ist ein wichtiger Part, denn unser Unterbewusstsein versteht nicht Vergangenheit oder Zukunft. Für das Unterbewusstsein ist immer alles jetzt. Mhm. Das heißt, wenn ich über negative Dinge aus der Vergangenheit spreche, ziehe ich die immer mit ins Jetzt hinein. Deswegen ist es so schwierig, diese Dinge, wenn man die Dinge nicht loslassen kann. Ja, das ist wie ein Zug, der lauter Waggons hinten dran hat. Und all die Ereignisse, die ich nicht loslassen kann, die habe ich hinten dran. Mhm. Und ich wundere mich dann, dass ich immer mehr Energie brauche, um vorwärts zu kommen, dementsprechend. Ja. Ja, deswegen macht es Sinn, sich damit zu beschäftigen und die Dinge loszulassen irgendwann mal. Also zu lernen, wie man die loslässt.
desto mehr Energie bleibt man dann für die Zukunft demzufolge. Ja. Wichtig ist also, in der Gegenwart mir eine Vorstellung zu schaffen, die mich absolut glücklich macht und diese Gegenwart dann auch so in Worte zu fassen. Mhm. Das ist der ganz entscheidende Punkt, um den es geht. Also auch zum Beispiel, wenn ich zu Geld kommen will, Sätze wie, das kann ich mir nicht leisten, dann produzieren 100 Billionen Zellen, dass ich mir das nicht leisten kann. Das ist mir zu teuer. Dann produzieren 100 Billionen Zellen, dass egal, was ich mir gerade will, es irgendwie immer zu teuer ist. Und das muss man verstehen. Das ist das Paradox im Leben, dass man irgendetwas denken muss, ich wiederhole das gerne nochmal, was noch nicht ist, damit es von unserem Unterbewusstsein produziert werden kann. Weil nur wenn es versteht, um was es geht, produziert es Energie. Die Energie wiederum bildet ein Resonanzfeld. Mhm. Und in diesem Resonanzfeld ziehen wir nach dem Gesetz der Resonanz an, was uns entspricht. Habe ich denn das richtig verstanden? Also ich habe das kapiert, jetzt bezogen auf den eigenen Körper, ne? Dass der eigene Körper, diese Zellen, arbeiten dann oder arbeiten halt eben nicht, je nachdem, was ich Ihnen natürlich sage. Jetzt aber bezogen auf Geld, ne? Wenn diese Millionen von Zellen halt einfach sagen, ja, du hast zu wenig Geld, das Geld kommt ja von außen. Ist das das mit dem Informationsfeld? Ja, das wird natürlich über das Informationsfeld weitergegeben, über das Kollektivbewusstsein. Mhm. Hier, ich als individueller Mensch bilde ein Energiefeld. Ja. Dieses Energiefeld hat eine bestimmte Qualität. Und mit dieser Qualität trete ich in Resonanz mit einer ähnlichen Qualität. Mhm. Das Gesetz heißt, Gleiches zieht Gleiches an und verstärkt einander. Ach so. Also eigentlich wie Ungleiches, ich im Wald rufe, so kommt es zurück. Ne, ja, Ungleiches stößt einander ab. Ach so. Ja? Das bedeutet automatisch, das ist übrigens einer der Gründe, warum viele Lotto-Millionäre oder was auch immer, die kurzfristig mal zu Millionen kommen, warum die kurze Zeit später wieder ihre Gelder los sind. Weil das, was sie innerlich sind, wie sie sich innerlich fühlen, sie fühlen sich nicht wie ein Millionär, sie fühlen sich nicht reich und in der Fülle, sondern sie fühlen sich vielleicht klein und in ihren Kleinheitsmustern gefangen, in ihren Minderwertigkeitsmustern. Vielleicht haben sie sogar ein Muster, das heißt, du bist es gar nicht wert. Okay. Ja, mangelnde Wertschätzung, Selbstwertschätzung. Sie können sich selber nicht lieben. Das sind alles Dinge, wo sie Konflikte schaffen, weil sie sich damit vom Leben trennen. Und dieser Mangel in sich, der kann nicht in Außenfülle anziehen. Tritt es trotzdem ein, weil es vielleicht ein karmischer Ausgleich ist, dann tritt es zwar ein, ich nehme es in Empfang, und da gibt es ja genug Bücher und Berichte darüber, dass solche Lotto-Millionäre dann 4, 5, 6 Jahre später, dass ihnen noch schlechter geht, wie es ihnen vorher ging. Es gibt Einzelfälle, wo es anders ist. Ja. Allerdings läuft es dann meistens auch mit entsprechender therapeutischer Hilfe, um auch das innere Bewusstsein dafür zu schaffen, für diesen Reichtum, der jetzt im Außen plötzlich in mein Leben tritt. Jetzt würde ich gerne mal zu dir kommen, Peter. Und zwar, du bist Bildungsmanager und trotzdem hast du schon einige Seminare hier auch bei Triunity besucht. Was ist der Grund dazu? Was hat dich dazu bewogen? Eigentlich hat das eine relativ lange Vorgeschichte. Ich probiere jetzt aber, das auf den Punkt zu bringen, mit ganz wenigen Sätzen. Ich kann eigentlich zurückblenden. Vor 3 Jahren hatte ich ein Schlüsselerlebnis im Zusammenhang mit einem Bildungsangebot, einer Vortragsreihe unter dem Titel Raum und Zeit, Impulse zum Denken und Handeln. Das war eine Reihe, die sich mit den verschiedensten Krisen, die sich in der heutigen Gesellschaft eben gezeigt haben, zusammenhing, also mit Bildungskrisen, mit Wirtschaftskrisen, Geldkrisen. Aber im Endeffekt habe ich dann sehr schnell mal gemerkt, es ist eine Bewusstseinskrise, die da wahrscheinlich im Vordergrund stehen müsste. Und ich habe mich dann dran gemacht, und das war dann auch das Schlüsselerlebnis, meinen Vortrag zu kreieren unter dem vielsagenden Titel Computer und Internet – Analogie zu Gehirn und Geist? Ich wollte damit eben aufzeigen, dass man über das Verständnis eines Computers, wie es heute viele Menschen ja kennen, wie der Computer funktioniert, man sehr schnell dann in diese Bereiche hineinkommen kann von Bewusstsein, von diesen Bewusstseinskategorien. Und ich habe mich dann Vorbereitung dieses Abends daran gemacht, viel zu recherchieren, bin dann sehr schnell auch so auf Themen wie Informationsfelder, Quantenfelder auch gekommen. Und das hat mich von diesem Moment an nicht mehr losgelassen. Ein Jahr später habe ich per Zufall im Internet eine Sendung gesehen, die hieß, glaube ich,
Frequenzen heilen. Und da sind Menschen vorgekommen, die heute jetzt neben mir sitzen, der Dieter und die Alexandra. Und dort habe ich sie eigentlich zum ersten Mal kennengelernt. Und ich fand sie sehr sympathisch und sehr kompetent, was sie erzählt haben. 6 Monate später gab es wieder eine Sendung, bei Schweiz 5 übrigens, Time to Do, die habe ich dann am Fernsehen gesehen, mit dem Titel Einfach, glücklich und erfolgreich. Auch das hat mich wieder sehr fasziniert. Und wieder ein Jahr später ist es mir dann wirklich gelungen, im August des letzten Jahres, wirklich mal zu sagen, jetzt muss ich diese Trinity-Menschen da wirklich kennenlernen, und habe mich dann zum Seminar Faszination Leben dann angemeldet. Und seitdem habe ich schon mehrere Seminare besucht, bin eben sehr begeistert davon. Mhm. Da kommen wir dann noch auf die Gründe zu sprechen. Darfst du ja gerne auch gleich handeln. Vor allem, was mich natürlich als Kopfmensch, als Pädagoge ist man in der ersten Linie ein Kopfmensch, vor allem beeindruckt hat, dass man nicht nur immer auf Wissen basiert, sondern dieses Wissen auch direkt in der Praxis umsetzt. Und das habe ich sehr schnell gemerkt in diesen Seminaren. Da wird nicht nur über etwas geredet, sondern da wird nun wirklich auch ein Prozess in Gang gesetzt, der einem sehr stark und sehr schnell dann mit der Zeit verändern wird. Das ist dann auch wirklich passiert. Und das lässt einem dann nicht mehr los, wenn man dann auf die Ebene auch des Fühlens geht, oder? Und nicht nur immer im Kopf drin bleibt. Und das hat mir jetzt als Wirtschaftspädagoge, das ist eine fachorientierte pädagogische Tätigkeit, hat mir das eine ganz neue Welt aufgetan, die ich in meinem jetzigen Alter, in der dritten Lebensphase eigentlich jetzt sehr schätze und nicht mehr missen möchte. Was hat sich denn genau bei dir verändert? Es sind verschiedene Aspekte, die sich verändert haben. Ich glaube, ich stehe heute ganz anders im Leben. Ich bin viel mehr, immer mehr im Hier und Jetzt. Ich habe einen wahrscheinlich schon früher sehr gut ausgeprägten Kanal gewaltig verstärkt, die Intuition, die natürlich auch wieder direkt mit dem Unterbewusstsein zusammenhängt. Und man kommt dann mit der Zeit so in einen, ich nenne das mal, in einen Lebensfluss. Man lässt sich dann durch das Leben viel mehr lenken, was da alles passiert. Man setzt dann nicht immer den Verstand ein und setzt Fragezeichen, sondern es ist so eine Art von Loslassen des Verstandes, sich ins Leben hineinbegeben und einfach mit großem Vertrauen mal zu schauen, was passiert. Dann gebe ich jetzt das Wort gerne mal noch an dich weiter, Verena. Du bist Lehrerin. Ja. Jetzt wirkst du hier, wie du hier sitzt, für mich eigentlich wirklich sehr selbstbewusst. Weißt, was du möchtest, so kommst du rüber. Warum bist du zu Trinity gegangen, hast ein Seminar besucht? Das ist eine sehr gute Frage. Ich komme sehr aus der Praxis. Mich hat der Mensch immer sehr interessiert. Und wie geht man mit Menschen um? Wie gehe ich selber mit mir um? Wie gehe ich mit meiner Familie um, mit meinem Umfeld? Und das ist alles so, natürlich habe ich Theorien gehört, aber diese Theorien waren wirklich Theorien für mich. Und ich habe es sehr gerne praktisch. Und in diesen Seminaren habe ich wirklich gute, sehr gute Hinweise bekommen, wie ich bei mir selber praktisch arbeiten kann, an mir selber. Eben ich finde Wege, um einen Schritt nach dem anderen zu tun. Und im Finden der Wege habe ich auch immer die Entscheidung auf einer Weggabelung, gehe ich jetzt diesen Weg oder gehe ich diesen Weg. Mhm. Und ich finde es wahnsinnig toll. Mir gibt es ein sehr gutes Gefühl. Es gibt aber, es wappt auch über auf meine Umgebung, die doch merkt, dass ich irgendwo anders stehe und auch dadurch eine Sicherheit gewinnt. Und da staune ich täglich, was da alles möglich ist. Was hat sich denn bei dir spezifisch geändert, vielleicht auch gleich im Beruf? Ich bin jetzt nicht berufstätig. Mhm. Ich hatte Familie und die Kinder sind jetzt ausgezogen, sind erwachsen. Jetzt stehe ich da so in einer Mitte und suche noch den Weg,
ich bin am Finden, ich mache Schritt für Schritt. Wo es weitergeht, weiß ich noch nicht. Mhm. Ich weiß einfach, dass es etwas mit Menschen zu tun hat, mit der Führung von Menschen. Es braucht nicht mehr unbedingt die Schule zu sein, die öffentliche mhm. Schule, aber einfach so, ich bin noch auf der Suche. Das Vakuum ist geschaffen. Ja, jetzt schauen wir, was weitergeht. Okay. Wenn du jetzt das Revue passieren lässt, die Seminare bei Dieter und Alexandra, was war das Spezielle an denen? Was hat dir besonders gut gefallen an den ganzen Seminaren? Die praktischen Tipps. Es ist die Eigenverantwortung, die sehr stark zum Tragen kommt. Auch ist es für mich sehr wichtig, die Freiheit zu behalten, selber zu entscheiden, was man gerne möchte. Mhm. Und das ist jederzeit, in jeder Minute gegeben. Also es ist nicht eine Leitung, da musst du und da, sondern du hast ein Feld von Möglichkeiten und du ziehst raus, was für dich genau stimmt. Und es ist so unabhängig von woher man kommt, was man ist, was man gemacht hat. Es ist wirklich der Mensch so genommen, wie er ist. Und aus diesem Punkt den nächsten Schritt anzustoßen. Und mhm. jedes nimmt wirklich, was es für sich gerne braucht. Super. Das heißt, das ganze Seminar, die sind alle sehr auch praktisch bezogen. Ne? Dass man, wie du gesagt hast, man kriegt Tipps, dass man das auch anwenden kann, dass man halt nicht einfach dasteht mit einer Aussage und sagt, ja gut, wie bringe ich jetzt diese Aussage zur Tatsache? Wie gehe ich mit dieser Aussage aus? Sondern es wird gleich gesagt, das ist die Aussage und so könnt ihr das beispielsweise anwenden. Das sind unsere Tipps an euch. Ein kleines Beispiel. Mhm. Wir sehen uns den Tag an und jammern immer. Anstatt zu sehen, was wirklich schön läuft oder was positiv mhm. ist. Oder einmal Danke zu sagen, einfach so in den Raum für sich selber. Ich finde, das macht das Feld sehr offen, sehr frei. Und wenn man das wirklich bewusst sagt und mal in sich hineinspürt, was das macht, dann ändert sich innen drin etwas. Das ist so ein Versuch, ganz ein kleiner Versuch, den man für sich selber jederzeit machen kann. Mhm. Und solche Tipps finde ich herrlich. Dann würde ich gerne noch mal zu dir zurückkommen, Peter. Was hat dich denn spezifisch sehr beeindruckt an den Seminaren? Ich denke, vorher habe ich den Kopf erwähnt, der auch bei berühmten Schweizer Pädagogen Heinrich Pestalozzi eine Rolle spielt. Er sagte dann allerdings, wir sollen als Pädagogen, als Lehrer mit Kopf, Herz und Hand eigentlich arbeiten. Mhm. Und ich glaube, ich habe in diesen Seminaren habe ich vor allem diese Herzdimension entdeckt. Mir hat vor allem auch gefallen, diese Prozesse in Form von Meditationen und damit verbundenen Transformationen, die einen dann wirklich ganz stark ins Herz hinein, in sein Inneres hinein leuchten. Und ich glaube, das ist etwas vom Schönsten, was man in diesen Seminaren erleben kann, dass man die Führung vom Hirn abgibt an das Herz. Das Herz führt dann das Hirn oder das Ego. Oder mhm. Und ich glaube, das war mal der Aspekt. Das drückt sich natürlich auch in Zusammenarbeit aller Teilnehmenden aus. Es ist eine unglaublich herzliche Stimmung, mit der man sich gegenseitig begegnet. Man fühlt sich wirklich da sehr wohl. Von den Inputs mal zu schweigen, die sind so wunderbar. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich mich nie in irgendeiner Form in meinen Freiheiten eben beschränkt fühlte, bedrängt fühlte oder in Abhängigkeit gebracht wurde. Jedem Teilnehmenden in einem solchen Seminar lässt man seinen Raum, den er selber dann für sich füllen kann. Mhm. Wem würdest du diese Seminare weiterempfehlen? Jedem Menschen, der irgend in einer Weise weiterkommen kann, auf ein weiteres Level kommen kann, mhm. in beruflichen, in familiären, partnerschaftlichen Aspekten. Nebenbei gesagt, ich habe alle Seminare mit meiner Frau zusammen besucht mhm. und das war ganz wertvoll. Wir haben eigentlich dadurch jetzt eine unglaublich gute Möglichkeit, uns auch gegenseitig auf Dinge aufmerksam zu machen, zum Beispiel alte Muster, Glaubenssätze und uns zu kontrollieren gegenseitig. Und ich darf ruhig sagen, unsere Partnerschaft ist wieder ganz neu aufgeblüht. Es ist wunderbar, auch in diesem Zusammenhang, was dieses Seminar für einen persönlich für Auswirkungen hat.
Wow, das ist schön zu hören, auch dass die Partnerschaft sich dadurch eigentlich erneuert, verbessert wurde. Verena, würdest du in nächster Zeit nochmal ein Seminar besuchen? Jederzeit. Jederzeit wieder. Es ist so spannend jedes Mal, was ich noch hinzufügen möchte. Ja. Natürlich hat es auch Theorieteile dabei, um zu erklären, was abläuft. Aber die werden von Dieter so formuliert, dass ohne Fremdwörter gearbeitet wird. Es ist wirklich verständlich. Nachfragen kann man sowieso immer. Also für mich sehr herzergreifend. Ich empfehle das jedem Menschen, der sich mit sich selber beschäftigen möchte, Interesse hat an sich, an der Umwelt, an gegenüber und mit einem respektvollen Umgang auf das andere zugehen möchte. Also ich finde fast, das gehört zu einer Grundausbildung. Wow. Also vieles könnte man wirklich direkt in die Schule mit Kindern durchbesprechen, weil es, die Theorien sind einfach gehalten, dass es verständlich ist. Wow, super. Herzlichen Dank, dass ihr hier wart, hier bei mir in der Sendung. Es freut mich sehr, dass ich jetzt solche Erfahrungsberichte mal hören durfte. Es ist schön, nicht nur zu hören, was man in den Seminaren beigebracht bekommt, was ich ja immer sehr schön finde, dass du mit dabei bist und mir das noch erklärst, ne? Sondern dass ich jetzt halt auch höre, wie ihr halt als Menschen, die da waren, die das halt mal erleben wollten, die das erkannt haben, wie ihr das wie das für euch war. Das finde ich sehr schön. Deshalb herzlichen Dank an euch beide, dass ihr gekommen seid. Herzlichen Dank auch an dich, Dieter, dass du mir wieder Rede und Antwort gestanden bist, mir wieder ein neues Thema beigebracht hast. Ich durfte wieder Neues lernen, wie ich damit umgehen kann. Das finde ich immer sehr toll. Herzlichen Dank. Und Sie, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, haben hoffentlich genauso viel gelernt wie ich. Mir bleibt wieder nur noch, mich von Ihnen zu verabschieden. Ich freue mich natürlich sehr, wenn Sie nächstes Mal wieder einschalten. Gleiche Zeit, gleicher Ort. Ich würde sagen, bis dann. Vertrauen. Wir bauen die Welt wieder auf. Unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm. Und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Hab Vertrauen. Wir bauen die Welt wieder auf. Unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm. Und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung.